Vor der kanadischen Pazifikküste ist ein mit Chemikalien beladenes Containerschiff in Brand geraten. Nach Angaben der Küstenwache werden dabei giftige Gase freigesetzt. Bislang sind zwei mit insgesamt 52 Tonnen Chemikalien beladene Container in Flammen aufgegangen und im Wasser treiben rund 40 weitere Container. Sie waren kurz zuvor bei schwerer See von dem Frachter Tim Kingston ins Meer gerutscht. Die Küstenwache hat rund um das 260 Meter lange Schiff, das unter der Flagge Maltas fährt, eine Sicherheitszone eingerichtet.